Wir gehen in die Kindertagesstätten und in die Grundschulen, um mit den Kindern den Notruf 112 zu üben. Heute werden wir mal das Thema Notruf und Notruftelefon durchnehmen. Vorher stellen wir uns vor, das ist der Alberto. Hallo. Von der Feuerwehr Hanau-Großauern. Der Andreas, Feuerwehr Hanau-Großauern. Ich bin der Helmut von Feuerwehr Hanau-Großauern. Der Andreas fängt jetzt an. Wer kennt denn alles die Notrufnummer von der Feuerwehr? 112. Mit dieser Notrufnummer können wir die Feuerwehr anrufen und den Notarzt und den Rettungswagen. Ne? Kommt immer auf die Schnelligkeit an und deutlich und laut dem Feuerwehrmann sagen. Und nicht gleich auflegen, weil er hatte ja vielleicht oder er hat noch Fragen. Weiß jemand von euch, was man alles am Telefon sagen muss, dem Feuerwehrmann? Man soll den Namen sagen, die Straße und die Stadt. Da fehlt noch was? Was fehlt da noch? Die Hausnummer. Die Hausnummer, ja. Was haben wir noch? Eins haben wir noch. Was genau passiert? Genau, was passiert was ist. Genau. Dann werden wir das jetzt mal mit dem Helmut trainieren. Wir haben hier extra so ein Telefon dabei. Feuerwehrnotruf, guten Tag. Wer ist denn am Telefon? Wie ist denn dein Name? Angelina. Und dein Nachname? Geier. Und wo wohnst du? Vogelsangstraße. Vogelsangstraße und in welcher Stadt? Hanau. In Hanau. Was ist denn passiert? Ein Autounfall. Ist da noch jemand im Auto drin? Ja. Ich schicke sofort die Feuerwehr und den Notarzt. Okay, Dankeschön. Wunderbar. Beim Besuch im Kindergarten haben wir das Atemschutzgerät vorgestellt. Dort wurde spielerisch die Angst vor der Feuerwehr genommen. Damit er, wenn der Raum verraut ist, dass er besser sehen kann, genau. Und so geht der Feuerwehrmann, so geht der Andreas dann oder die anderen Feuerwehrleute, die gehen immer zu zweit, weil ihm kann ja auch was passieren, ja, also müssen immer zu zweit irgendwo reingehen. Und so sucht er dann die Räume ab und macht das Feuer aus. Das Rauchhaus ist eine gute Komponente, um den Teilnehmern einer Brandschutzerziehung das richtige Verhalten bei Feuer und Rauch zu erklären. Außerdem macht es den Sinn von Rauchmeldern deutlich. Ich hab das Licht nicht. Dann machen wir das Licht nicht. Besser so? Ja, seht ihr jetzt den Rauch? Ja. Und wo geht der Rauch hin? An die Decke. Er geht an die Decke. Und er füllt so ganz langsam den Raum mit Rauch. Der Rauchmelder. Rauchmelder. Wo gehört Rauchmelder hin? An die Decke. An die Decke. Warum an die Decke? Paul? Weil der Rauch da oben. Genau. Und wenn der da oben ist, der Rauchmelder, dann fängt er irgendwann an, ganz laut. Wie lange hält so eine Batterie? Irgendwo? Ein Jahr. Ein Jahr. Gibt es auch Rauchmelder, die halten 10 Jahre? Anne? Ja. Ja, die gibt es jetzt neu. Die sind ganz neu. Die halten 10 Jahre. Und nach 10 Jahren muss nicht nur die Batterie getauscht werden, sondern auch der ganze Rauchmelder muss ausgetauscht werden. Wie lange kann ich denn durch den Rauch gehen, bis ich keine Luft mehr kriege? Anne? 10 Sekunden. 10 Sekunden. Zum Schluss nochmal. Wie ist die Nummer der Feuerwehr? Das Staubexplosionshaus erklärt auf eine ganz besondere Weise, warum man nicht in ein brennendes Haus, das man gerade verlassen hat, zurückgehen soll.
Jetzt stellt euch vor, zu Hause wird es brennen. Was macht ihr da normalerweise? Ole? Gehen raus. Genau, ihr geht raus. So, jetzt machen aber viele den Fehler, die gehen wieder rein, weil sie irgendwas vergessen haben. Zum Beispiel das Haustier, das Handy, ja. Vielleicht auch irgendwelche Akten, Papiere, das Geld, das Portemonnaie, irgendwas, ja. So, geht man denn nochmal da rein? Nein. Warum nicht? Erstens, weil es brennt, weil der Rauch da ist, weil es natürlich ziemlich giftig ist, ja. Und wenn man die Tür wieder aufmacht, was passiert da so? Da kann man sich verbrennen, weil das Feuer vielleicht rauskommt. Das könnte passieren, ne? Weil, was braucht denn das Feuer als Nahrung? Was brauchst du? Was ganz wichtig? Ohne Luft, oder? Ja. Kein Feuer. Das heißt, wenn wir die Tür aufmachen, kommt ganz, ganz, ganz viel Luft schlagartig wieder rein. Jetzt puste ich mal da rein. Ja, dann könnt ihr mal sehen, was passiert. Das heißt, unser Männchen da vorne macht jetzt die Tür auf. Gestern waren wir im Kindergarten und hatten das Thema Räumungsübung. Heute wollen wir sehen, wie die Kinder und die Betreuer bei einem Alarm reagieren. Wir gehen in öffentliche Einrichtungen, um mit den Senioren Brandgefahren im Haushalt und den Umgang mit Feuerlöchern zu üben. Feuerlöcher, wir waren hier schon mal hier, wie wir drin waren, haben wir Feuerlöcher vorgestellt, was für Löcher alles gibt. Genau. Gib ihn. Ja. Noch ein bisschen, fängt ein bisschen länger noch. So, wunderbar. Aus. Die Besuche bei Menschen mit Behinderung nimmt die Angst und schafft Vertrauen. Schlauch! Ach, hier passiert so viel mit dem, wenn sie den Hebel. Genau. Jetzt haben wir das nicht rein. Okay, Leute, raus! Okay, Leute!
Heute stellen wir verschiedene Rettungsgeräte der Feuerwehr im Seniorenheim vor. Somit schaffen wir Vertrauen bei den Bewohnern. Im Rollstuhl kann man nicht über eine Treppe fahren. Oder doch? Und wir haben einen großen Mast. Da können wir einen Kopf dran machen und können bis zu 480 Kilo aus der Luft irgendwo runterholen. Sollen wir den Marcel mal da reinlegen? Wenn wir nämlich über Steine gehen und müssen ein paar Steine mal absetzen, dann kann es passieren, dass man der Person in der Krankentrage im Kreuz wehtut. Und den hänge ich irgendwo in eine Drehleiter oder in einen Mast oben ein. Ja. Aber da hinten raus. So, dann gehen wir da durch. So. Und los geht's schon. Sehen Sie? Bitte? Schnell. Immer wie auf Schienen, sag ich mal. Passen auf. So. Jetzt können Sie aus. Sehen Sie? Wie erkläre ich einer großen Gruppe von Menschen, wie die Aufgaben der Feuerwehren aussehen und wie sie sich im Laufe der Zeit gewandelt haben? Ganz einfach mit einer Feuerwehrmodenschau, präsentiert von Kindern. Auch auf Märkten und Festen präsentieren wir die komplette Bandbreite der Brandschutzerziehung. Hier erreichen wir alle Bevölkerungsschichten unserer Region. Und rettet die Familie Müller mit der Leiter aus dem Fenster. Aber wie kriege ich denn jetzt den Rauch wieder aus der Wohnung?